Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon. Und zwar spielen wir heute mit einem Feuerdeck mit Inivo, Ramot, Entei, Incognito, Hopper X, Hundemon X, Tortonator, GX, Lukok X, Superball, Trainerpost, Levelball, Brief vom Prof, Tausch, Schmetterhammer, Hyperball, Flordelis, Professor Platin, nochmal Giftstich, Feuerenergie und nochmal Feuerenergie. Mit dem spielen wir jetzt. Und schauen, was auf uns zukommt. Gut, ein Feuerfee normal. Check. Oh, okay, ich glaube, ich weiß schon, was da kommt. Wenn die Münze da ist und es kommt wirklich dieses Viech daher, dann wird es problematisch. Das ist eine sehr gute Kombo, was das ist. Aber ich hoffe mal, dass es nicht ist. Gut, wir haben da alles. Das legen wir auch gleich. Fokus Faust. Ja, fertig. Legt ihr noch was runter? Ich glaube, er kann uns schon. Nein, doch nicht. Und ein Glurak. Okay, das ist dann doch besser, als ich gedacht habe. Nein, holen wir uns mal Energie. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen muss, sollte oder. Ach, machen wir das auch noch. Holen wir uns jede Menge Energie. Ja, okay. Dann, dann. So, jetzt stehen die Chancen gut, dass wir da was Gutes ziehen. Professor Platana, was sagt's denn? So, eine Energie da drauf. Das machen wir noch nicht. Erst in der nächsten Runde. Wie viel brauchten die ja? Auch zwei. Genau dasselbe eigentlich. Feuerumhang und Fokus Faust. Der macht dasselbe Riff. Okay, ja, dann Evoli. Wahrscheinlich für ein Flamare, würde ich mal denken. Okay, ja, ist auch. Da braucht er viel. Kann sich die Preiskarten anschauen. Oh, Doppelenergie. Das ist ein Pech, wenn er jetzt nichts von mir besiegt. Aber er bekommt überhaupt keine Doppelenergie mehr. Okay, er will da gleich ein Mega-Ding machen? Nein, doch nicht. Sollte ich wohl vorher das vernichten? Oder ich mache zuerst das weg. Setzen wir mal eine Energie an. Machen wir. Ja, machen wir das. Ciao, ciao, Energie. Und hallo, andere Karten. Dann holen wir das. Holen uns. Am besten den da. Legen das auch gleich. Abschiedsbrief. Ciao, ciao, Incognito. Ziehen eine neue Karte. Legen das dann gleich runter. Holen uns da vielleicht noch was Gutes. Den oder noch ein Incognito. Deck ausdünnen, um die guten Karten zu bekommen. Nochmal Abschiedsbrief. Ah, das lassen wir noch. Vielleicht kommt da noch was Gutes. Ja, holen wir Levelball nochmal. Legen das auch noch. Okay, sonst kann ich nichts. Das oder das. Und jetzt noch ein Inkognito. Legen das nochmal daher. Und nochmal. Zack. Nachtwarnung oder irgend oder dieses Hohnwiesel, wie es heißt, diese Biene. Wäre jetzt auch wahrscheinlich nicht so schlecht. Ja, und treffen wir auch mit Fokus Faust. So, drei Energie, nächste Runde kann es schon über 100 machen und hoffentlich dann auch schon sein Blubber irgendwie vernichten. Weil pro Kopf 20 weitere Dings. Einfach 150. Kann gut gehen, hat aber keine Energie. Da. Okay. Da will ich, dass es stirbt. Verständlich. Es könnte trotzdem noch immer sein. Ich meine, wenn ich jetzt viermal Kopf habe. Was hat er da? Filenara. Okay. Wahrscheinlich wegen der ersten Attacke. Weil das ein Glurak aufstärken kann und den man mit einem Mega-Glurak machen kann, denke ich mal.
Genau, da legen wir mal die Energie hin. Rüsten wir noch einen Giftstachel aus, dass ein bisschen vergiftet wird, falls da was kommt. 25 Karten. Bevor ich das alles versauen lasse, machen wir das mit dem und dem. Und wir haben gewonnen. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. 10 Münzen bekommen wir noch. Nächste kommt jetzt eine Überraschung. Ach nein, das ist schon das. Und da kommt auch noch ein bisschen was dazu. Okay. Das war's. Wir können von mir aus noch eins spielen. Um zu sehen, wie gut es wirklich ist gegen andere auch noch. Das war jetzt recht schnell. Okay, Wasser. Das kann schwierig werden. Man sieht schon, dass er da mit mehr Wasser schon spielt, wenn er da schon die Münze hat. Ja, aber wir beginnen lieber, dass wir mehr Energie haben gleich. Oh shit. Okay, er hat es auch. Dasselbe Problem. Ziehen wir noch mehr. Gut, da haben wir. Legen wir das lieber zuerst hin. Und dann das da. Und mein Gegner spielt Wolverok. Okay, es sind doch mehr Erdemonster als Wasser. Das kann gut sein. Igniboy ist jetzt nicht so gerade das beste Ding da. Okay, das kann gut sein. Für eine andere Attacke. Der Gegner hat keine Basis mehr. 7, 7, 7, 7. Ja. Ja. Okay. Gut, legen wir mal das zuerst. Und holen uns dann noch. Oh. Sicherheitshalber lieber so eins, falls das hier nicht wird. Ich möchte ja das da aufgeben. Das legen wir da gleich. Abschiedsbrief. Vielleicht kommt ja noch was Gutes. Hopp, nein, das ist eine Energie. Was konnten der da? Okay, nicht viele, weil. Fertig. Fertig, fertig. So viel Energie. Ah, oh, Doppel Energie habe ich mir doch gedacht. Okay. Ach, jetzt kommt alles wieder weg, aber vielleicht sehe ich was Besseres. Was ist das? Das Wahlband. Okay. Warum hat er das eigentlich gemacht? Kopf geht sogar durch. 30 hat er noch 40. Okay, legen wir. Das Hopper? Ja, da holen wir uns gleich mal was. Blukuk, Blukuk und Hundemon. Tuck, 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 tuck. Legen den da. Legen. Ja, den zweiten davon noch. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Da können wir wieder was holen. Ich werf Hundemon weg und Entei. Weil ich hole mir da den. Okay. Jetzt entwickeln wir da gleich mal. Legen noch eine Energie auf einen Logok. Ah, das können wir auch noch machen. Noch ein Inkognito. Und. Oh, ich hätte ihn eigentlich gleich hier nicht machen. Ach Gott, warum habe ich die Energie da unten hingelegt? Egal. Fehler passieren. Okay, wenigstens kann er nicht nur angreifen. Da haben wir noch einen Giftstachel drauf. Da holen wir den da. Legen ihn gleich zwei Energie an.
Gut, was macht er jetzt mit seinen kleinen Wuffels? Ah, da kommt ein zweiter Wuffel. Kann er ihn schon entwickeln? Mein Top-Elixier, er kann sich. Ah, okay, doch keine Energie holen. Feldgebläse, was macht denn das? Okay, Ausrüstung weggeben. Aber er hat keine Energie. Er hat keine Energie, wie es aussieht. Was wird er dann wohl noch machen? Okay, Sir Frogtour. Sir Frogtour. Deine Wuffels können nicht mehr viel machen, wenn du nichts machst. Mentor Tornator. Ah, wieder Doppelenergie. Okay, Schmalband. Auf den auch noch. Ja, das war klar. Das ist ein Vorteil, da kommt das immer. Ah, ein Nachteil eigentlich. So, jetzt kann ich ihn aber da ein bisschen zunichte machen mit einem Flammenwurf. Peng. Und holen eine Preiskarte. Hätte ich vorher schon machen können. Hätte ich schon gewonnen, aber naja. Okay, bedrängen und Engine wieder. Diesmal darf ich eine 5 ziehen. Aber nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ah, jetzt kommt da Wasser. Oh, da ist ein Alola Vulnona wahrscheinlich auch noch dabei. Gegen meine GX und X-Karten. Ja, zum Glück habe ich da mein Ramot mit Flammenwurf noch dazu. Und da holt sich ein Volvorock GX. Entwickelt ihn wahrscheinlich auch gleich. Komm. Ich meine, sonst ist das auch wieder weg. 200. Ohohoho. Okay, die GX-Attacke ist heftig. Und er kann sogar noch tauschen. Ja, und das ist jetzt weg, wenn er seine GX-Attacke einsetzt. Achso, nein, warte. Er hat kein Ding. Das ist sein Pech jetzt. Ich kann's tauschen. Soll ich das machen? Nix darum, dass er das. Das hat Leichtstein. Nein, der hat Leichtstein. Ja, ich muss machen. Ich mach mal Floridis. Dann ging das. So, tausche das. Gib meinen Logok diese Energie. Und greif an mit. Nein, warte. Eine Energie habe ich da. Supertown sitzen ist 3. Na, ich muss lieber mit Panzerfalle angreifen. Die GX-Attacke ist jetzt nicht so vonnöten. Jetzt ist wenigstens, wenn er Schaden bekommt, 100. Bekommt dann der gegnerische 80 oder 100 Schaden, dann auch noch 8, 8 Schaden machen, also 80. Machst du einen Wechsel oder nicht? Ja. Dann ist aber nächste Runde weg. Zack. 120 Schaden muss ich ihm machen. Okay, 120 Schaden mal. Wie viel kann der dann noch? 110 nur. Ja, Logo, du hattest es aus. Das legen wir da noch dran. Dann legen wir das. Ich habe nicht mehr so viele Karten. Oh. Ups, okay. Ich wollte eigentlich das machen. Na ja gut, nehmen wir das noch dazu. Abschiedsbrief wieder. Holen uns noch ein Ramot. Das entwickeln wir da gleich. Oh, das ist auch gut. Okay.
Dann machen wir mal Fokus Faust. Nächste Runde sollte er weg sein. 110 plus 30, 140, hat er noch 30. Wenn er jetzt nochmal diese Ausrüstung hätte, aber ich glaube, man kann sie nur mit einmal ausrüsten, also von nebenher. Tja. Oh, er wechselt. Er will nicht gleich, dass ich zwei Preiskarten bekomme. Dann macht er gleich am nächsten wahrscheinlich, holt er sich und die Entwicklung. Bringt ihn aber nichts, weil. Er kann dann doch nicht. Vielleicht ist er auch nur so drin und nicht die Entwicklung. Das kann natürlich auch sein. Soll ich es denen geben? Nein. Da hat er jetzt schon vier. Und er verliert er nichts, wenn er da. Das ablegen müsste. Ich leg's lieber den Ramot an. Oder den Ramot. Aber was macht das eigentlich? Okay. Angreifen jetzt da an mit Hitzesturm. Hohoho. Dreimal Kopf. Zieh mir da eine Preiskarte. Und holt den. Nein, er holt den. Er will den jetzt wieder irgendwie die drei Energie anbringen, wahrscheinlich so schnell wie möglich. Okay, das ist einfach nur Schutz. Kann nicht wirklich was machen. Aber er kann es tauschen. Na. Das ist natürlich eine gute Strategie. Aber vielleicht kann ich auch tauschen. Ich kann nicht tauschen. 50 Karten, ich setze das nicht an. Ja, ich kann nichts anderes machen, als da das jetzt Energie anzulegen. Schauen wir, was wir noch haben. Ja, wir haben noch zweimal Tausch im Deck. Fertig. Einen Leichtstein. Hat aber so wenig Energie. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Außerdem ist das auch noch sehr schwer verletzt da. Und er kann nicht angreifen. Das ist sehr bitter. Ich kann es natürlich so zuerst noch mit Focus Force angreifen. Und den eine Energie draufhauen. Er hat immerhin keine Energie und so. Jetzt hat er vielleicht was. Aber nur eine. Wahrscheinlich. Ich meine, er kann nur eine nehmen. Und legt es den an, okay. Weiß ich jetzt nicht warum. Okay, das ist auch wieder gut. Die lege ich. Oh. Nein, ich muss das lieber so machen. Und greif an mit Hitzesturm. Einmal, zweimal, dreimal, zack, 160, 10 hat er noch. 10 KP. Ich bin im Zug, er hat keine Energie. Er kann nichts machen. Legen wir es da noch an. Wie viele Karten? 12. Machen wir Fokus Faust. Jetzt hat er schon 6.
Okay, und hier bin ich wieder. Das ist. Oh, ich kann das noch machen. Ja, GX-Attacke. Eins, zwei. Was? Ich habe nicht mehr da unten. Okay. Den da. Und nochmal den da. So. Jetzt hat er wieder 3 Energie, kann gleich 160 Schaden austeilen. Was wird er wohl tun? Ich bin dazu, er hat überhaupt keine Energie. Ich habe eine Preiskarte. Ich will das einfach so jetzt machen. Mit dem. Und dann mache ich das hier, um seinen schönen Wuffels zu vernichten. Und greife ihn an mit Hitzesturm. Einmal. Zweimal. Pam. 140. Und gewonnen. Das Feuerdeck ist ziemlich gut. Und wieder so ein Ticket. Wow, und das hat sich jetzt auch drastisch erhöht, weil 2 Booster Packs bekommen. Und da haben wir das auch noch geschafft. Dodo und Dodri. Oh yeah. Okay, aber ich will es nicht brauchen, wahrscheinlich. Und das ist fast das Booster. Siegesserie 2. Okay, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ein paar Booster Packs öffne oder wieder ein paar Spiele hier spiele. Entweder mit Fire Standard Kaporiki, dann auch im Mantidie. Okay, da fehlt ein Mantidie Gewaldro. Ich habe auch ein Psychotech gemacht, keine Ahnung. Bis so gut ist an Pflanzendings da auch nochmal. Also nein, ist Drache. Fast gleich eigentlich. Ja, dann bis zum nächsten Mal.